göttliches Heiligtum. Okay, wir haben also jetzt den Mantel an. Sprechen wir doch mal jetzt mit Sklau. Ach, Eden, du bist dem Tod so nah. Kra-kra. Jetzt hab keine Angst, geht durch die Tür. Du meinst dieses leuchtende Ding da? Ja, das Tor verbindet diese Welt mit der Unterwelt. Kra-kra. Okay. Tja, hier gibt es ja eigentlich weiter nichts zu sehen. Ja gut, wir haben ja jetzt, können wir zurück. Na gut, gehen wir gleich durchs Tor. Elysium. Wo bin ich hier? Kommt mir vor wie ein Traum. Keine Zeit für Besichtigungen. Bei Tagesanbruch musst du die Unterwelt verlassen. Fragt sich nur, ob du deine Mutter bis dahin gefunden hast. Kra, kra. Und hüte dich vor den Volks. Es sind die Seelen der Toten und sie greifen dich an. So, und schon sieht man oben rechts dann unsere Lebenspunkte an der Zeige und unsere Mana-Anzeige. So, hier ist das Tor. Können wir gleich mal gucken. Das Fairy-Reich. Leben hier die Fairies, aber was ist mit meiner Mutter? Sie muss sich noch tiefer drin aufhalten. Okay. Dann werden wir uns mal erkunden hier. Hier rumlaufen. Oh, wen haben wir denn da? Wenn wir uns nicht auskennen, fragen wir den einfach mal, wo wir eigentlich könnten sollen. Hallo und willkommen. Das ist der Fairy-Reich, wo die Fairies leben. Im Namen des Herrn der Fairies haben wir Lebende immer gern empfangen. Befolge unseren Rat. Was war ein Rat? Gut, da sagt nichts weiter. Mal hier weiter. Ah, da sind noch zwei. Was können Sie uns sagen? Es gibt viel zu erzählen. Wichtige Dinge setze ich beim Sprechen in Klammern. Gut, können wir jetzt fragen nach vom Gut. Können wir raus, also das Portal. Lebende wie du verwenden das Portal im Viereck. Kehrt so zum Dorf zurück. Oh, aber heute ist Samhain. Ein besonderer Tag. Da kannst du es nicht verwenden. Oh, warum das nicht? Erholung am Portal. Je tiefer du gelangst, desto gefährlicher ist die Unterwelt. Bei Problemen berühre einfach ein hell erleuchtetes Portal. Deine Wunden sind dann geheilt. Oh, das sollten wir uns mehr merken. Botenfähigkeit. Nutze die Kraft des Mantels, um Volk Eats zu absorbieren. Benutze dann die Volks, deren Eats du absorbiert hast. Noch nicht mit den Begriffen vertraut? Eine Erklärung folgt. Okay, und freisetzt die Eats. Einmal habe ich mich verbrannt und fast meine Eid verloren. Wenn volksgefährlich für Elemente wie Wind oder Donner ausgesetzt werden, verlieren sie ihre Eids. Versuch es, wenn Eids nichts aus ihnen herausbringen sind. So, die Volks... So, brauchen wir den noch hier? Vor langer Zeit genug Lebende die Unterwelt. Aber diese Zeiten sind vorbei.
Warum besuchen die Menschen das Land der Toten nicht mehr? Na, darauf könnte ich aber auch ehrlich so verzichten. Ich glaube zwar, wie jeder, viele Verwandtschaft verloren, aber jetzt die neue extra zu besuchen, das müsste nicht unbedingt sein. Das sind Volkslaber. Hallo, ich suche nach meiner Mutter. Hey, Vorsicht, Ed. Stereo, Vorsicht, Ed. Was ist das? Das ist die Energie ihrer Seelen, ihr Lieb. Hey, Ed, streck deine Hand aus. Ach nee, Ed, streck deine Hand aus. Nee. Ja, ja, genau so. Da meinte er, observiert etwas. Was ist passiert? Da meinte er, kann ihre Eats observieren. Aber wozu? Zum Kämpfen. Aber ich, wie kann ich? Da meinte er, wird dir den Weg zeigen. Verlassen. Ja. Gib die Trefferpunkte DB eines Charakters ein. Auch das ist grüner. Gut. Wird angegriffen, sinken die DB bei 0 Sterben. Ja. Zeig die geistige Kapazität GK des Charakters. GK wird verbraucht, wenn Volks eingesetzt werden. Holt sich nach einer bestimmten Zeit aber wieder. Weiß dir Palette Volks zu und aktiviere sie durch Drücken der Aktionstasten. Drücke die Taste schnell, dann führt Bauke einen Kombo-Angriff aus. Killbullies dient dir als Schild und fängt Angriffe ab. Okay. So, da ist der erste Kampf gegen ein Killbully. Ne, oder wie heißt er? Na, ist egal. So. In der Volkseinzahl kannst du die Details der absorbierten Volks ansehen. Nun, jetzt sieht man ja schon, dass ja auch das dementsprechend ist noch, wie gesagt, wie ich es sagte, noch wie Pokémon. Allerdings ja, sammelt man die auch, die Volks. Hier sind noch ein paar Extras, Bigly, Morion. Zwei Stück. Die können wir jetzt einsetzen auf Bigly ist so flattert den ganzen Tag umher und schlaft Honig, ist aber ziemlich hart. Sein Sturzflüge auf neu entdeckten Honig erschreckt sogar Popri. Marlion. Wenn ein Eindringling einen Urwald betritt, verzaubert ihn Marlion mit Sporen und zeigt ihm im Schlaf das Wunder des Lebens. An seinem Schwanz sind scharfe Dornen. Okay, aber wir haben ja Bauke. Diese kleine Fairy besitzt gute wie auch böse Züge. Sie liebt Unfug, ist aber in Gruppen zu unglaublicher Grausamkeit fähig. Und Killmulis. Da Killmulis hilft in Wassermühlen. Führt er sich unbeobachtet, spielt er Streiche, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Und kann ganz schön lästig sein. So, also ja, wie sieht man, ja, noch unbekannt, sehr viele noch unbekannte. Die man dann sammeln, werden es Zeit noch sammeln kann. So. Wir greifen den mal ein. Gültige Angriffe wirken, das blaue Eis aus dem Volksnachvortreten. Und die Eats können absorbiert werden, drückt die Absorptionstaste A1 und neigt den Controller nach oben und eine an. So. Und nochmal. Eat erfolgreich absorbiert wird. Das Absorbieren von Eats kannst du mehr Volks benutzen und auch deine Charakter mehr verbessern. So. Und da kommen schon die nächsten Volks.
So, jetzt setze ich da weg hier. Einmal in die Richtung, einmal in die. Ich werde dann erstmal hier in die Richtung gehen. Ach, ne. Ah, jetzt kommen wir wieder zurück. Blöd. Ach, ne. Okay. Jetzt bin ich bei einem versteckten Ort. Muss nur mal gucken. Ach so. Unten das für eine Option. Erinnerung mit links und rechts. Einstellungen. Okay, das wollen wir nicht machen. Wir wollen hier weiter. Auf die Kategorie. Wähle mit links und rechts ein Objekt aus und zieh dir das an. Drücke X, um Bildband und die einzelnen Seiten anzusehen. Moment davon seid, welche historische Datung unter alten Ruinen entdeckt. Kammerfreisetzung, Ereignisse, Bildband. Okay, dann haben wir noch nichts. So. Extras, können wir den irgendwie einsetzen? Pickli. Kammerinfo. Und da Kammerinfo findest du das Kammer von Volks und die Bedingung, um es freizuschalten. Objekte, die Kammer freisetzen, werden hier verwendet. Okay. Dann müssen wir einen anderen nehmen. Dann müssen wir Bauke mal nehmen. So. 5 Bauke-Eats absorbieren. Wir haben ja jetzt einen absorbiert und benutzen pulsierende Baumnüsse. Mal 10. Ein Objekt zu opfern setzt Komma frei. Du hast derzeit 0. Du musst 3 Komma freisetzen, um die Anforderung zu erfüllen. Du musst ein Komma freisetzen, um die Anforderung zu erhöhen. Okay.